Moin, willkommen zu einem neuen Video aus dem O-Game-Universum Fafnir, Lacerta, Alpha, wie ihr wollt. Wir schreiben die 98. Woche mit 2,3141 Milliarden Punkte. Und das sind 33,1 Millionen mehr als letzte Woche. Und ich werde darauf eingehen, was das für Punkte sind. Aber erstmal schauen wir uns das hier mal an. Es hat geklappt, wie auch immer, warum auch immer und ewig gedauert. Und ich habe jetzt auch hier in den Account nicht mehr so ein bisschen reingeguckt. Aber hier sieht man schon mal diesen schönen Planeten. Wir sind auf dem Mond. Diesen schönen Planeten mit viel Wasser drauf. Ich klicke den jetzt einfach mal an, um das größer zu machen. Dann sieht das nämlich so aus. Na, schade, dass man den nicht noch drehen kann oder sowas. Oder dass der sich noch dreht oder so. Aber so ist das nun mal. Ich bin jetzt hier mit meinem Account aus Fafnir auf dem Alpha-Server drauf. Und ja, da hat das jetzt geklappt. Hier unten sieht man auch, da bin ich jetzt drauf, dass der Planet anders ausschaut. Ich weiß nicht, ob man den Mond auswählen kann, aber ich glaube erstmal nicht. Jetzt schauen wir uns das nochmal genau an. Denn jetzt mit einem 2,3 Milliarden Account hat man schon ein paar Achievements erreicht. Schauen wir uns das mal an. Also, man geht hier drauf. Auch ein Avatar habe ich jetzt gewählt. Eins der zwei, die ich zur Verfügung habe. Zwei Stück habe ich jetzt. Ne? So, globales Profil kann man natürlich alles anmachen. Bla 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 oder auch nicht. So, Achievement. So. Also, ich habe das noch nicht ganz kapiert, da dass dieser zum Beispiel, den kann ich nicht angucken. Oder also das, der sieht ja anders aus als der, was der hier ist. Und auch dieses Avatar habe ich nicht. So, Avatare hier. Da oben, das ist dieses Avatar. Obwohl ich das ja hier bei der Übersicht eigentlich freigeschaltet habe. Quatsch, stimmt gar nicht. 0 von 4. Unsinn. Quatsch, Unsinn. Ich habe mich verguckt. Auch hier 0 von 10. Genau, alles Unsinn. Nochmal zurück. Das heißt, irgendwo hier drin müssten die anderen ja sein, die ich freigeschaltet habe. Irgendwo müssten die sein. Slot mit der Menschen frei. Ja, so schaut das wohl aus. Das ist dieser hier. Da haben wir 3 Sterne. Hier ganz unten 3 Sterne. Den haben wir. 5 Millionen in der Highscore-Punkte. 50 Millionen und 500 Millionen. Der nächste wäre dann 5 Milliarden. Ja gut, okay, da bin ich dann noch dran. Na? Und dann haben wir, was kommt da noch? 5, oh, 5, was? Doch. 500? 5 Milliarden? 50 Milliarden. Ja gut, okay. Das dauert dann noch so ein bisschen. Hier, ich weiß nicht, wo ich das Avatar her habe. Irgendwo muss ich das ja her haben. Aber ist ja auch egal. Also, bei den Avataren ist es so, man geht hier drauf, muss dann hier draufklicken und dann auswählen. So, jetzt habe ich das geändert. Dann sieht das so aus. Bei den Avataren, bei den Planetenskins geht man auch da drauf. Hier sieht man schon, wo ich das ausgewählt habe. Hier kann man dann auch den Planeten auswählen. So wie es ausschaut, sind es wirklich nur die Planeten, nicht die Monde. Ne? Auch hier nur einen erstmal. Keine Ahnung, warum bei den Achievements in der Übersicht da so manche fehlen. Ne? Also besitze 4 Planeten, ja, habe ich ja eigentlich. Ich habe ja 4 Planeten. Ne? Also warum das nicht gezählt wird, verstehe ich nicht. Aber gut, okay. Die Frage ist, ich blicke da so langsam nicht mehr durch, aber jetzt hat man sich das mal angeguckt, es funktioniert so, in der Art. Ne? Also deswegen sieht das jetzt erstmal so aus. Ne? Achso, das war der Fall. Habe ich die jetzt wieder geändert? Oh, ist das ein Scheiß. Habe ich den wieder rausgeschmissen? Planetenskins. Auswählen. So. Ja. Okay, erfolgreich ausgewählt. Blob. So. Titel habe ich ja noch keine. Kann ich auch nichts auswählen. So, jetzt gehen wir nochmal zurück in die Übersicht. Alles gut. Da ist er wieder. Na, dann passt das so. Okay, jetzt gehen wir mal in den richtigen Account. Und es wäre dieser hier. So, da haben wir eben auch die 14 Millionen, 100.000 und so weiter. Bei dem anderen war es ein bisschen weniger. So, also, womit habe ich jetzt hier meine Punkte gemacht? Kann man hier ganz eindeutig sehen mit der Ökonomie.
Ich habe leider ein bisschen wenig Deut im Moment, deswegen habe ich mal eine Runde Chrismin eingelegt, nämlich alle auf 48 gezogen. 38 natürlich, was erzähle ich wieder für einen Quatsch. 38 alle gezogen. Ne, das gab dann so ein paar Punkte. Erst so erstmal 5 Stück hinterher und dann habe ich, kann man hier unten sehen, auch meine Flotte geschrottet. Die Flotte, das waren dann so 24 Millionen Punkte oder irgendwie sowas. Kann man hier sehen, ne, von 8,2 auf 3,2. Das ist die Anzahl der Schiffe. Ne, und hier sind die Punkte, glaube ich, irgendwo. Da von 800, ja, Ships Points, 825 auf 804. Ja, passt ja. Ja gut, dann sind es 20 Millionen. Okay. Na? Und das ist dann auch eben direkt in die Minen gegangen, in die Kristallminen. So, das dazu. Das bedeutet aber auch, dass ich jetzt wieder ein bisschen Kristall demnächst wieder wahrscheinlich tauschen werde mit meinem Metall, was ich so rumliegen habe, um dann eben hier in der Liste die automatisierte Förderstraße und dann später auch die Diamantbohrköpfe weiterhin auszubauen. Ich hatte ja überlegt gehabt, da nochmal irgendwie eine Runde Metro zwischenzuschieben, aber werde ich wahrscheinlich nicht machen. Deswegen, das ist das eigentlich, was als nächstes anliegt. Ja, so sieht es demnächst aus. So sieht es aus. Ich habe hier einen neuen Top 1 Pfund, also knappe 400 Millionen an Metall habe ich gefunden. Das war echt gut. Am 15. hatte ich 160 Millionen Chris gefunden. Ja, das sind halt 200 Millionen das Maximum. Da fehlt noch ein bisschen zum Maximum. Ja, und hier, das ist schon ein bisschen länger her. Da hat sich nicht so viel getan. Ich hatte aber auch bei hier am 17. neue Topfund Schiffseinheiten MSE am 17.09. auch Topfund gehabt. Top 1 Fund. Das war ganz cool. Also hat sich das doch jetzt schon mal ein bisschen gelohnt, die zu erhöhen. Denn so sieht das aus. 401, 200 Millionen, 133. So sieht das aus. Na, so sind dann natürlich auch die Werte, die dann, ja, ich hoffe mal demnächst auch irgendwann wieder steigen, wenn die Liste weitergeführt wird. So schaut das dann aus. Ja, das ist der Account. Genau, eins wollte ich noch zeigen. Das wäre dann hier Imperium Produktion. Da sind wir jetzt hier auf 48 gegangen. Minenübersicht 38 natürlich. Ne? 48, 38, 41. Ne? Also hier wieder 10 auseinander. Wieder. Ne? Also nicht 11, wie wir vorher hatten, sondern 10 nur. Finde ich ganz gut. Und hier haben wir die Rohstoffproduktion 1,513. Das ist knapp so viel wie beim Deut jetzt wieder. Das heißt, das hat sich ordentlich angeglichen wieder. Deut und Kristall sind wieder sehr ähnlich. Na, das nimmt sich jetzt nicht wirklich viel. Das heißt, eigentlich müsste ich jetzt wieder Deutminen ein hochsetzen auf 42. Mal gucken, ob ich da Bock zu habe. Weil eigentlich will ich ja jetzt erstmal die LF-Forschung ein bisschen pushen. Auch da können wir nochmal gucken, wie es da ausschaut. Na, also, ja, hier die Diamantbohrköpfe sind, glaube ich, das, weil das ja 13 war. Ne, und dann noch irgendeine andere war das gezwischen hier von diesen, oder ich glaube hier 11er war das gewesen. Na, also da geht das dann eben auch weiter. Na, also das steht nicht still. Ne. Das, was man bezahlen kann, bezahle ich halt sofort. Ansonsten muss ich ein bisschen umwandeln, Metall in Kristall oder Metall in Deut, ne, was man eben dann so braucht. Ne. Was bin ich froh, dass ich mit den Menschen jetzt durch bin und da erstmal nichts machen werde, dass ich da wirklich die Punkte in die Lebensformforschung einfließen lassen kann. Das hat natürlich ein bisschen was auch bei der Highscore geändert, sage ich mal. Trotzdem über 2,3 geblieben. Ich hatte aber schon mehr gehabt. Na, und das geht jetzt auf die 2,4 zu. In der Ökonomie gab's, ja, bin ich jetzt über 1,1 Milliarden rüber. Das war ganz gut. Das finde ich schön. Und ja gut, beim Militär, ja, wieder aus den Top 100 rausgefallen. Obwohl 20 dazu, das wären 48. Ja, ich weiß nicht, ob ich da drin war oder nicht. Keine Ahnung, wohl nicht. Aber ich komme da ja auch nicht mehr rein. Ne? Also warum auch jetzt mit so einer popligen Flotte, ne? Deswegen, ja, immer noch 28 Millionen, aber trotzdem. Lebensform kann man sich gerne nochmal angucken. Hier auf Top 16, immer noch durch die hohe Öko der Lebensform natürlich.
Die jetzt aber erstmal wahrscheinlich nicht weiter ausgebaut wird, ne, weil jetzt erstmal wieder ordentlich Ressourcen in die Forschung reingeht. Hier, ne, 392, ist immer noch, also hier sind immer noch die größten Sprünge drin, wenn man sich das hier mal anguckt. Aber was auch trotzdem natürlich möglich ist, das heißt, jetzt habe ich hier schon eine ganze Menge auch Allianzkollegen überholt, während ich das jetzt weiter ausgebaut habe. Ne. Ja gut, und hier, da wird im Moment natürlich auch nichts passieren, warum auch. Ist Quatsch. Also ich habe jetzt alles ausgebaut. Ich habe sogar noch 3700 Artefakte rumliegen. Deswegen brauche ich da erstmal nichts zu machen. Wie gesagt, ich habe ein kleines Kristallproblem. Wenn ich jetzt nämlich nach der Liste vorgehen würde, bräuchte ich da 2 Milliarden Kristall, um mal auf einem Planeten das zu bauen. Vielleicht kriege ich es am Wochenende hin. Und vielleicht tausche ich ja noch ein bisschen was oder so. Mal gucken, was auch die Expeditionen noch so geben. Na? Gut. Okay, so schaut das aus. Und mal sehen, was das Wochenende so hergibt. Letztes Mal war das Video ein bisschen kürzer und auch zeitversetzt, wer das gesehen hat. Und vielleicht hat jemand das noch bemerkt, aber ich habe meine Planeten versetzt. Ich habe nur noch 11 Umsiedlungen. Na, das heißt, alle 16 Planeten liegen jetzt innerhalb von 72 bis 95. No? Das heißt, in 23 Systemen habe ich jetzt meine 16 Planeten verteilt. Das wollte ich sowieso schon früher machen. Jetzt hat sich das ergeben, dass da jede Menge Achter auch frei waren. Jetzt finde ich das gut so. Ich brauche jetzt nur noch 20 Minuten, um zusammenzuziehen, keine 30 mehr. Und das ist schon ganz gut. Vielleicht nochmal in den Lebensformforschungen ein bisschen auf Transen gehen, sodass sie ein bisschen schneller verschiffen. Und das ist schon mal ganz gut, dass ich jetzt echt nur noch 20 Minuten brauche, um zusammenzuziehen und keine halbe Stunde mehr. Also ein Drittel eingespart, das ist schon ganz cool. Ne? Und deswegen die paar, wie gesagt, 5 habe ich hier benutzt von Umsiedlungen. Das waren hier die ganz hohen, ne, die bis 149 gegangen sind. Die habe ich jetzt alle unter 95 einsortieren können. Auch noch der 84er kam auch noch dazu. Und die kamen alle da noch dazu. Deswegen, das sieht schon alles gut aus. So kann es jetzt erstmal weitergehen. Auch da brauche ich jetzt zum Glück keine dunkle Materie mehr oder auch irgendwie irgendwelche Siedlungen, Umsiedlungen dafür zu verballern, um da nochmal Planeten zu verschieben. Also im Moment passt das ganz gut. Wenn dann irgendwann mal die Astro kommen sollte mit dem nächsten Planeten, da muss ich dann wieder gucken, wo was frei ist. Na? Aber das dauert dann wahrscheinlich noch. Also Astro, was ist das, 30, 31, das wird dann noch dauern. Ne? Also das wird dann jede Menge Zeit dauern und auch Res und Pakete dann auch, um das dann zu realisieren. Im Moment laufe ich ganz gut, wenn ich einfach die LF pushe, vielleicht ein bisschen Öko noch, wenn ich keine Deut mehr habe und so weiter. Deswegen läuft das so weiter. Gut, okay, das war's dann. Wir sind bei 13 Minuten angelangt. Ein bisschen länger als letztes Mal, ne, aber noch nicht überbordend. Ne? Bei Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge, alles in die Comments rein und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.